Level 1 deaktivieren. Das Level 1 Siegel wurde deaktiviert. Oh, ich glaube, ich weiß, was sie vorhat. Autsch. Die will das Siegel brechen und anscheinend sieht es aus, als hätte Artemisa nicht die volle Kontrolle über Noah, warum auch immer. Und die will jetzt Adele befreien, um ihre Kraft zu absorbieren, wahrscheinlich, wie es aussieht. Und die ist nur so blöd zum Laufen, weil die irgendwie keine Kontrolle über den Körper hat. Das ist ähnlich wie in Bartimeus Band 3 die ganzen Dämonen, die die Körper übernommen hatten. Falls jemand das Buch kennt, die konnten ja am Anfang auch nicht richtig laufen. Schaut, schaut, auf dem Mond passiert was. Und was? Wenn das Siegel bricht, kommt Adele frei. Ja, dann machen wir es einfach platt. Was ist mit Renoa los? Was ist mit Renoa? Ich wollte eigentlich den Typen. Das Siegel geht nur bis Level 2. Ja, schön. Wenn ihr mal. Wenn wir hatten ja nicht mitgedacht. Noch eine Zwischensequenz. Und irgendwie ist unten so ein komischer Streifen. Warum auch immer. Hey, was passiert jetzt? Okay. Ja, es sind viele. Gleich schrumpft der Monster heraus. Gleich wird es beginnen. Die Tränen des Mondes. Tränen des Mondes. Wir müssen dieses Mädchen nur eben stoppen. Wenn sie Adele befreien will, muss sie in den Weltraum. Die Level 2 Versiegelungsanlage ist an Adels Sarg angebracht. Aha. Selfie, komm mal mit. Selfie. Selfie. Oh. Stand nicht auf dem Bildschirm. Komm mit, du Girl. Oh, du nutzloses. Freches Girl. Kommst du jetzt mit oder kommst du nicht mit? Nee, kommst du nicht mit, natürlich nicht. Ich speichere erstmal ab. Nicht, dass ich da jetzt drauf gehe bei der Sache. Wer weiß, ob. Sieht der Mond! Ach nee, das will ich. Ich weiß. Falsch. Scheiße. Auf jeden Fall ist die Erde gut aus. What the f. Das sieht aus wie ein Auge. Das sind viele. Alter! Wie viel sind das denn bitte noch? Und das sieht aus wie Sinn übrigens. Das sieht voll aus wie Sinn. Aha. Ich will nicht wissen, welchen Ort das jetzt getroffen hat. Die Monsterhorde. Sie fließen in Richtung Eshtar. Scheint zum Tears Point. Heißt das, dass die Lunatic Pandora am Tears Point ist? Woher? Habt ihr ein Mädchen gesehen? Sie ist in der Umkleidekabine dort. Okay, ich das mal abspeichern vorher. Ich habe mich keine Lust drauf zu gehen. Na gut. Da. Welches Lied ist das? Keine Ahnung. Lebst du da eigentlich noch, mein Freund? Sieht mir jetzt aus. Naja. Da. Oh, epische Musik. Speichern. Du Nachzeitbar ist das Lazarett. Also das ganze Ding hat sie los mit der Nachzeitbasis. Na gut. Dann machen wir uns mal mit Renoa alias Artemisia. Ich denke mal, dass es Artemisia ist, wer anderen das als ein bisschen sonst sein. Artemisia ist damals Ende CD 2 wahrscheinlich den Körper von Renoa übernommen haben. Und wahrscheinlich. Kann sie ihn einfach noch nicht richtig kontrollieren, deswegen torkelt sie so rum. Bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt falsch gelaufen. Ich bin jetzt bei Leon rein. Ich muss doch hier lang. Da lang. Das ist die Rumstation. Und Adele darf nicht freikommen. Und hier, na komm, geh der denn. Und schnapp dir diesen Scheiß. Raumanzug.
Rinoa! Ja, super. Ich brauche einen Armanzug. Ja, ist logisch. Dann zieh ihn bitte an. Warum man das nicht früher macht, weiß ich auch nicht. Jetzt aber. Rinoa! Wo bin ich jetzt? Ach, da bin ich jetzt. Ach, ich kann mich frei bewegen. Aha, okay. Was ist? Wer bist du? Was wäre? Linke Adjutant, der Monsterstrom nähert sich dem Adelsack. Mhm. Wenn das weitergeht, wird auch der Adelsack auf Estar fallen. Estar fallen. Kann ich irgendwie auch, nee, ich kann. Warum passieren so viele Dinge auf einmal? Das ist ja, als würde jemand das jemand mit Absicht machen. Aha. Hm, mit Absicht? Wer redet das denn bitte? Die Hexe Artemisia. Ja, schön, wenn ihr hier labert, während ich hier herfliege. Toll. Und jetzt? Bin ich jetzt am. Ich kann nicht raus, ich muss zurück. Na super. Geht das auch ein bisschen schneller, mein Freund? Squall. Ah, das ist ja übelst langsam. Ist das nicht die Musik, die auf der MD-Ebene gespielt hat? Ich glaube schon mal. Und wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich denn jetzt lang? Denn jetzt lang. Lang. Ich will einfach mal sinnloserweise in die Kamera. Oh, bringt sogar was. Ja, schön, aber was bringt das jetzt? Was? Warum kriege ich hier Geld? Und wo soll es euch jetzt eigentlich hin? Ach, das ist wieder so eine Stelle im Spiel, wo ich nicht weiß, wo ich hin soll. Das ist ja wirklich toll. Kann ich hier irgendwas benutzen, tun? Sieht jetzt aus. Kann ich da in den Seiten, da sehe ich was, aber der will anscheinend nicht hin. Ich will nämlich da, ja, die Steuerung ist ja etwas komisch. Ne, er kann auch nicht nach oben, er kann nur nach unten irgendwie treiben, da ist ja klar, wegen der Schwerkraft, wegen der fehlenden Schwerkraft, sagen wir es mal so. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich verstehe gar nichts mehr. Dann sieht mir auch so wenig. Ich will einfach mal überall irgendein Knöpfchen drücken. Das muss ja irgendwann mal was bringen. Ich kann ja nicht mal irgendwie großartig hier steuern. Was muss ich denn jetzt hier machen? Himmel! Wenn ich gucke, ich eine komplette Lösung. Das ist auch doch mit der Steuerung. Eine Frage kann ich jetzt hier. Ach so, ach, ich muss sagen, dass ich raus soll. Hier ist es ja zu gefährlich. Wir müssen die Lunarzeitbasis evakuieren. Wir müssen raus, schnell zu den Rettungskapseln. Ich sagte doch, ich kann nicht. Spielen Sie jetzt bloß nicht den Helden. Boah! Hey du da, du musst Elion beschützen. Boah! Toll. Und ich würde gerne jetzt irgendwie wissen, wo ich jetzt hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß effektiv nicht, wo ich hin soll. Raus oder rein oder. Sagt mir jemand mal wieder was, wo ich hin soll. Eigentlich müsste ich ja aus und Adele und Artemis aufhalten, ne? Das ist nicht die Renault, die ich kenne. Ja, das ist schön, dass du das auch mal mitbekommst. Die dritte.